Cool, die funktionieren wirklich. Oh, so. Ei, kann ich bei dir tun in Auftrag geben? Ja. Da gibt's momentan keine Truhen. Ich muss erst wieder einen aufbauen. Wie sieht's mit dem Paar? Kannst du mir aus? So zwei Doppeltruhen machen? In der Ware. Wie viel? Das dauert. Zwei Doppeltruhen. Also, zwei, ja, drei, zwei Doppeltruhen. Ja. Ja, kommen Sie mit. Ich möchte von dir auch 15 Münzen. Weil ich crafte dir ein richtig geiles Item, das heißt. Moment. Muss ich kurz suchen. Din. Sojourner's Sash. Und das Movement Speed, Jump und dass du hier so Blöcke hochlaufen kannst, ohne zu hüpfen. Das ist dann, damit sie besser Werwölfe jagen können. Sie können das zwar erste Mal herstellen, aber ich möchte das erste Mal sehen, wie das funktioniert. Okay. Genau. Erstmal von der Qualität überzeugen. Ja, genau. Wieder ja, das stimmt allerdings. Ist egal, was für Truhen oder? Einfach. Nee, ist egal. Ja, okay. Ich bin kein Rassist. Gehen aufs Haus, ich hab noch sehr viele davon. Knutsch. Schmatze auf den Nacken auch wieder. Der ist so verrückt, der Kerl. Das ist ja abnormal. Ui! Oh, ich habe alle gekauft. Hehe, ich habe jetzt Essen. Huch. Sag mal, das ist mein Haus, ne? Also wenn es hier Probleme gibt, die Stadtwache ist nicht weit. Oh. Hey. Olaf. Ja. Feigling. Hier, ich habe Ihnen was mitgebracht. Essen Sie das mal. Was ist das? Das sind Weintrauben. Oh. Und waren sie gut? Naja. Ja, haben sie was zum Mund ausspülen und damit der Geschmack verschwindet. Boah, nee. Das geht ja gar nicht. Sag mal, wo haben sie die her? Daraus kann man richtig leckeren Wein machen. Dürfen sie aber niemandem erzählen. Ja, gut. Aber, boah, nee. Ja. Der Wein, nee, der muss ja grausam schmecken. Ja, ich weiß es nicht, ich habe selbst noch nicht getestet. Der reift noch in meinen Fässern. Oder so. Aber ich werde mit dem Herrn Magiezauberer dann mal zu ihm kommen. Hm. Sie wissen ja warum. Ja. Gut. Ich bräuchte allerdings wieder ein Eisenschwert und eine Eisenaxt. Ein Eisenschwert, ein normales oder spezial? Ja, nee, normales. Und Eisen, was war das andere? Axt. Kurzseitige Axt. Normales oder? Ja, eine normale. Gut. Und eine Hoe bräuchte ich, damit ich bei mir ein paar bestimmte Pflanzen anbauen kann. Und alles aus Eisen oder?
Ja. Gut. Mach mal alles aus Eisen. So. Dankeschön. Gut, ja, danke. Ben, reicht das oder muss noch mehr? Nee, das reicht. Okay. Das ist eigentlich sogar 2 zu viel, aber... Egal. Ich habe momentan das Geld mit dem Verkauf von Holz. Mhm. Ich habe auch schon der Frau Sissy ihr Sandwich-Automat leer gekauft. Aus Versehen. Ja gut, ich glaube, das bin ich, der ihr Holz... Hey, der Herr Darko auch. Der, bei dem verdient man auch nicht schlecht. Ja, der hat ein Windrad gebaut. Und so einen komischen Dynamo, was auch immer das sei, ich habe keine Ahnung. Ich war hauptsächlich an dieser komischen Box interessiert, aber die ist schon verkauft worden. Die habe ich vorhin gekauft. Na toll. Das war die letzte. Na toll. Naja, also es lohnt sich. Ja. Gut, ich werde jetzt erstmal zu dem Herrn Magiemeister gehen und. Ja. Dem werde ich auch noch ein paar Bären geben. Gut. Sie sind jetzt nicht ernsthaft von da oben runtergesprungen. Doch, ich habe ja den Baum da. Das Laub ist weich. Sie haben eine Macke. Kommen Sie mal bitte ganz kurz mit. Sehen Sie das hier? Ja. Ich auch, aber was ist das? Na, spüren tue ich jetzt nichts. Ja, es leuchtet halt einfach bloß. Aber das war doch heute, also vorhin noch nicht hier. Hä? Herr Darko, wissen Sie, was das ist? Ja, das hat der verrückte Olaf mal wieder gemacht. Das ist so wie eine Fackel. Aber irgendwie unheimlich. Kann man das verstecken irgendwie? Nee. Doch, Moin. Jetzt ist weg. Was hab ich gemacht? Waren Sie das mit dem merkwürdigen Licht hier? Ich weiß nicht, wie merkwürdig aussieht. Ein gelbes Licht. Nee. Dann war es wahrscheinlich der Mix hier. Oder der läuft ja auch mit dem Zauberstab um. Der Nick. Ja. Wenn der. Es gibt da eine bestimmte Magie, die war bei uns verboten, die heißt Traumcraft. Vielleicht war das das. Was sagt denn Ihr Meister dazu, dass Sie hier einfach wahllos Magie in die Stadt setzen? Wissen Sie zufällig, wo Ihr Meister gerade ist? Ehrlich gesagt nicht. Schade. Ich muss mit dem nochmal ein ernstes Wörtchen reden. Das geht so nicht. Dass hier einfach freie Magie rumliegt, die... Das habe ich mir heute bei Ihnen schon mal angeguckt. Da ist ja nur irgendwas mit einer Blume und... Ja, Blumen haben sehr viel Macht. Generell, wem gehört das Feld hier eigentlich? Mir. Ja. Darfst du anbauen? Ja. Bin ich. Ich darf anbauen. Ich arbeite als Ding. Außerdem benutze ich das nur für mich selber. Nein, verkaufen darf ich nicht. Ich bin nicht berechtigt, dies zu verkaufen. Herr Darko, ich habe dem Fräulein Sissy gesagt, sie soll den Herrn Olaf mal ein bisschen mit unter seine Fittiche nehmen, damit er nicht so viel Blödsinn treibt. Ja. Es kann sein, dass sie ihm das erlaubt hat. Also, wenn, dann bin ich dran schuld.
Ja, macht ja nichts, aber abbauen, wenn ihr wollt. Also, ja, hat's das Fräulein denn erlaubt? Wo ist sie? Na, wer hat ihm das... Nein. Wer hat... Ich, also es wurde nicht explizit verboten. Und was heißt das? Es wurde aber auch nicht erlaubt, heißt es. Ja. Ja, machen Sie das mal bitte. Und ich spüre Master Melvins Macht oben auf dem Berg. Okay. Herr Eick, ich habe alle Ihre Bestellungen. Ja, ich komme dann zu Ihnen. Ich muss erstmal mit dem Herrn Melvin reden. Okay. Ich höre Sie nicht, Herr Melvin. Das ist... Oh, jetzt. Meine Stimme. Ja, ich hab hier was, das kann Ihnen helfen. Der Herr Ramon hat das auch schon gegessen. Die sehen komisch aus. Die sind ganz frisch gepflückt. Das sind Weintrauben. Weintrauben? Ja, eine ganz spezielle Art daraus kann man richtig leckeren Wein machen. Ja, der einzige Nachteil ist, die liegen schwer im Magen, weil die aus Eisen sind. Hier haben sie erstmal was zum Ausspülen und zum... Ja, dass der Nachgeschmack verschwindet. Oh Gott, die... Aus den Dingern macht man Wein? Ja, der eine heilende Wirkung haben soll. Ich bin da selber noch am Tüfteln. Ja. Ich habe gehört, dass der Herr Nick Magie anwenden möchte. War er schon bei ihm? Nein, war er nicht. Denn wir haben, also ich und der Herr Ramon, zu dem wir dann auch noch gehen müssen, haben gerade in der Stadt so ein seltsames Licht auf dem Boden gesehen, dass der Herr Darko meinte wohl, das wäre wie eine Fackel und das ist dann auf einmal verschwunden und das sah mir ganz aus wie Magie. Nein, wir unterhalten uns gerade über dieses Licht am Boden. Sie waren ja auch dabei. Das war ich nicht. Also, ich kann das gar nicht bezeugen. Nicht in meinem Sinne. Also, da muss ich ehrlich sagen, das stimmt. Er hat versucht, vor meinem Haus zu zaubern und es hat Stunden gedauert, bis er eine Fackel hinbekommen hat. Da, schauen Sie, passiert gar nichts. Aber so ein Licht war das eben nicht, das war so gelblich. Gelblich? Okay. Und ja. Können Sie mir das vielleicht mal zeigen? Das ist verschwunden. Verschwunden? Ja. Als ob das von, ich weiß nicht, einer anderen Magie nicht gesehen werden sollte. Da ist mir der Zauberstab ausgegangen. Weil der Herr Olaf kam dazu und dieses Licht ist verschwunden und darüber müssen wir auch noch reden. Er verzaubert die Stadtwache. Ich bin einfach verzaubern, bin ich nicht zauberhaft. Darf ich ihn einmal auf den Kopf hauen? Ich habe sogar eine Schaufel dabei. Sorgen Sie nicht eher für die Sicherheit, statt dass Sie meinen Lehrlingen auf den Kopf hauen. Danke. Er hat mich schon das dritte Mal verzaubert. Er hat den Null vergessen, hinten dran zu hängen. Hören Sie das? Eine große Klappe hat er auch noch. Das bereden wir, wenn schon zutritt. Also dieses komische gelbe Licht war einfach dort. Ja, und das war beim Bauernhof von Fräulein Sissy. Und der Herr Ramon ist gerade da, der kann das bezeugen, ne? Dass dieses Licht dann, als der Herr Olaf kam, dieses gelbe Licht am Boden. Ja. Als der Herr Olaf dazu kam, dass es dann auf einmal verschwunden ist, als ob es die Magie gespürt hat und sich dann einfach in Luft aufgelöst hat. Ja. Okay. So, aber da wir jetzt gerade hier zu viert sind... Das ist eh noch Tag.
Übrigens, Master Melvin, mir ist ein Durchbruch gelungen. Ein Durchbruch? Ja, wir können nun besser reisen. Ich habe ein besser Jonas Sash. Ja. Okay, ne? In Zukunft viel besser reisen. Mal so nebenbei könnte ich bei Ihnen so verkleidete Holztüren verkaufen, also die wirklich nur nach Bretter aussehen. Wissen Sie, was ich meine? Das muss ich mir dann erstmal angucken. Jetzt steht erstmal was anderes im Vordergrund. Haben Sie sich eigentlich entschieden? Ja. Und Ihre Entscheidung ist? Ich möchte keiner sein.